Ich bin sehr froh, dass die Umlage nicht so hoch ausgefallen ist, wie sie in manchen Spekulationen der letzten Tage erwartet wurde. Aber es ist so, dass damit eine Herausforderung, eine Belastung für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Und deshalb ist es richtig, dass wir nicht bei den beiden Entlastungspaketen von 30 Milliarden Euro stehen bleiben, die wir bereits auf den Weg gebracht haben, sondern dass wir ein weiteres Entlastungspaket als Regierung intensiv vorbereiten und auch umsetzen werden. You'll never walk alone. Das ist das, was ich dazu gesagt habe. Und das gilt auch für das, was wir als Regierung als gemeinsame Entscheidung treffen werden. Ganz klar ist, dies ist eine Belastung. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sind die Herausforderungen für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der gestiegenen Energiepreise, angesichts anderer Preise, die auch steigen, und der Inflation viel größer und beschränken sich nicht auf dieses eine Teil. Wir werden also ein Entlastungspaket schnüren, das nicht nur die Kosten der Umlage adressiert, sondern darüber hinausgeht. Das steht den Bürgerinnen und Bürgern zu, dass wir sie nicht alleine lassen. Wir wissen, wie eng die Rücklagen sind, dass manche Bürgerinnen und Bürger gar keine haben, dass viele das Geld, das sie im Monat verdienen, auch wieder ausgeben. Und selbst diejenigen, die ein bisschen mehr haben, haben es deshalb noch lange nicht dicke. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine solche zusätzliche Entlastung über die beiden großen Pakete von 30 Milliarden hinaus, die wir bereits gemacht haben, auf den Weg bringen.